Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem WinForms C-Sharp Tutorial geht es um den ersten Teil eines Minesweepers. Wir haben also ein WinForm-Projekt angelegt und wir wissen, dass wir dort zum Beispiel einen Button drauf tun können. Und wenn wir diesen Button Eigenschaften geben, wie zum Beispiel eine größere Schrift, dass man es auch im Video besser sehen kann. Ja. Dann wird die Schrift größer, dann kann ich ihn größer ziehen und auch irgendwo platzieren. Dann haben wir einen Button gemacht. Wenn wir einen Minesweeper machen, wo man ja viele Button hat, die man durch Klicken aufdecken kann, und dann ist entweder eine Zahl drunter, eine Bombe oder ein freies Feld, dann könnten wir das natürlich jetzt so machen. Wir müssten nur 25 mal 20 Feld, 400 Buttons reinziehen, alle die Eigenschaften verändern und so weiter. Das wollen wir natürlich nicht tun, sondern man sieht hier schon, wenn man im Projekt Mappen Explorer bei Form 1 auf den Designer geht, was der eigentlich tut, wenn wir was draufziehen. Wir haben hier dieses Initialize Components und hier legt er für den Buttons einen Font an. Hier. Und er legt die Position fest, er gibt ihm Namen und so weiter. Und das kann man auch alles selber im Code machen. Ist ja hier auch. Wir coden hier nur halt nicht, indem wir tippen, sondern indem wir mit der Maus Zeug schubsen. Das heißt, wenn ich diesen raus tue, doppelklicke, dann bin ich in Form Load. Also was er macht, wenn er dieses Form lädt. Und hier kann ich mir auch einen Button anlegen. Ich nenne ihn B und das ist dann ein neuer Button. Hier gibt es leider nur einen Konstruktor, der übernimmt überhaupt keine Parameter. Und wenn ich diesen Button angelegt habe, passiert nichts. Weil wir bisher nur den Button angelegt haben, aber dem Fenster selber, also unserem Form hier, nicht gesagt haben, dass der Button auf dieses Formular gehört. Dazu hat dieses Formular die Controls. Das ist eine Liste von allen Elementen, die auf dem Fenster drauf sind. Und dem kann man mit Add einen Button hinzufügen. Jetzt hätte ich hier einen Button. Nachdem das ein bisschen langweilig ist, mache ich mal 10 Button drauf. Dazu kann ich das in der Vorschleife packen. So. Ich lege jetzt praktisch 10 Buttons an und füge die auf die Oberfläche hinzu. Dummerweise sieht man jetzt nur einen Button. Es hat aber funktioniert, nur hier liegen 10 Buttons hintereinander. Ich muss denen also eine andere Position geben. Ich kann bei dem Button, jetzt die Location.x kann ich nicht verändern, aber es gibt ein Left, ein Left, und das kann ich jetzt abhängig von x machen, zum Beispiel x mal 40. Dann sieht man, ich habe die 10 Button, die hier alle so ein bisschen untereinander hängen, weil sie halt von der Größe her nicht ganz so passen, aber ich kann die Breite ja auf 40 setzen und nachdem jeder durch x mal 40, 40 weiter links ist, na rechts eigentlich, sind die dann nebeneinander. No, man sieht jetzt hier eine ganze Reihe an Buttons. Wenn ich die klicke, passiert noch nichts, das müssen wir nachher noch machen. Ein Minesweeper-Feld wäre größer, vor allem zweidimensional. Das heißt, ich muss das Ganze hier nochmal machen mit einer zweiten Vorschleife, die wir über Y laufen lassen. Rück mal schön ein. Wenn ich das jetzt mache, erzeuge ich 100 Buttons, aber immer wieder hier in 10er Stapel. Denn ich habe zwar Left gemacht, aber die Y-Koordinate verbirgt sich hinter Top. Und dann schreibe ich hier Y mal 40 rein. Dann kriegen wir 10 auf 10 Buttons. Alles so ein bisschen rechteckig und noch nicht quadratisch, weil sie bisher 40 breit sind, aber die Höhe automatisch festgelegt wird. Jetzt sehen wir schön 10 auf 10 Buttons. Man kann den Buttons natürlich auch eine Beschriftung geben mit Text. Jetzt hat man hier mal die XY-Koordinaten drauf, relativ klein, 0, 0, 1, 0, 2, 0 bis 9, 9. Bei diesen Buttons passiert aber noch gar nichts, wenn wir sie klicken. Ist egal wo hier im Code, nach dem Anlegen des Buttons natürlich.
Es gibt ja hier diese ganzen Ereignisse, die Dinge mit Blitz. Da muss man nur noch ein Eventlistener hinzufügen, also irgendwas, was dem dann zuhört. Und man fügt jetzt einen Eventlistener immer hinzu. Und das macht man mit Plus gleich. Das muss man einfach wissen. Und jetzt sagt er mir, zum Einfügen Tab-Taste drücken. Also statt es jetzt selber zu tippen, ganz bequem, nimmt man die Tab-Taste, also die zwischen Caps Lock und dem Circumflex. Und dann kommt hier Text, der in der Schriftart ein bisschen zu groß ist. Man kann einfach nochmal Tab drücken und dann hat man das. Er hat hier jetzt eine Methode bClick erzeugt und da steht Throw New Not Implemented Exception. Jetzt haben aber alle Buttons, die ich erzeuge, kriegen genau diese eine Methode. Wir wissen, dieser Sender ist der Button, der gedrückt wurde. Jemand anders ruft die Methode ja nicht auf. Also können wir hierher gehen und den Sender auf Button casten. Könnte ja jedes Objekt sein. Wir wissen jetzt, es ist ein Button. Und dann haben wir unseren Button wieder und einfach um das zu zeigen, schreibe ich mal ein X auf diesen Button. Das heißt, wenn ich jetzt einen Button klicke, dann sehen wir, jeder Button reagiert immer auf seinen Klick. Um eine größere Schrift zu setzen, dass man es vielleicht besser lesen kann, ist natürlich der Font dafür da. Wir gehen jetzt einfach mal her. Ich nehme Arial. Arial, eine Größe. Also. So. Wenn das jetzt macht, sieht man, die Schriftgröße ist relativ groß. Das X passt auch nicht rein. Das heißt, wir vergrößern unsere Buttons mal auf 80. Dann müssen wir natürlich das X hier auch immer mal 80 und das Y mal 80 nehmen. Naja, jetzt passt zumindest das X gut rein. Wir wollen ja nachher auch nur Zahlen zwischen 0 und 8 haben oder eine Bombe drauf. Das wäre es aber mal fürs Erste. Wir sehen also, wir können in Code Objekte anlegen, diese Objekte mit den Eigenschaften konfigurieren. Müssen dann aber ganz wichtig hier mit diesem Controls Add es auf die Oberfläche hinzufügen und einen Event-Listener hinzufügen. Zum Beispiel hier für Klick mit Plus gleich und dann mit Tab. Und dann können wir hier aus dem Sender wieder das Objekt holen und dessen Eigenschaften verändern. Im nächsten Teil machen wir uns jetzt mal eine Map und können die dann mal aufdecken. Hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen.